Füllung? Da müsste bald kommen. Welche ist denn das? 5 Eindruck? Müsste die 89 sein. Ja, ich meine, ich habe mir ja auch Gedanken gemacht, warum ich so einen Dampflok-Spleen habe. Das kann ja nicht nur einfach so sein, wenn ich, dass ich mal eine gesehen habe, sondern, das haben mir nur meine Eltern erzählt, ich selbst habe es bewusst nicht so erlebt. Ich bin nachts kurz nach 1 geboren und ich habe die Fahrpläne mal studiert und so 1:45, kurz vor 1:30 kam ein Zug lang gefahren. Und Psychologen behaupten, dass jedes höhere Lebewesen die Geräusche als mütterliche Geräusche wahrnimmt, die es zuerst im Leben hört, und ich habe so ziemlich als erstes eine Dampflok gehört. Und seitdem habe ich wahrscheinlich, ich würde es bald sagen, einen kleinen Streifschuss weg, jawohl. Ein großes schwarzes Ungetüm, das macht sich auf die Reise. Schwer keucht es durch den Wald dahin auf einem schmalen Gleise. Wahrscheinlich würde er so 20 rumfahren. Und wie schnell ist die Höchstgeschwindigkeit? 25. 25 nur? Ja, ja. Na, warum bist du denn nicht zu einer großen Lok gegangen, wo es richtig so, wo du mehr Platz hast, wo nicht so ein Dreck ist? Das ist weniger die Frage des Platzes und des Drecks, sondern ich habe mir eigentlich frühzeitig schon gesagt, dass die Schmalspurbahn am längsten mit Dampf fährt. Das war vor Jahren absehbar. Und deshalb ist es mir das Liebste gewesen, halbwegs eine sichere Zukunft auf einer Dampflok zu haben. Die Normalspur, die großen Loks sind zwar faszinierender, gerade die 01 mit 120 zu fahren, das ist schon was Besonderes, aber die fahren nicht mehr, ist vorbei. Na, hier siehst du doch nicht die Welt mit einer Schmalspurbahn, das ist immer die gleiche Strecke. Ja, das stimmt schon, und da ist mir auch ist mich viel gefragt worden, ob das langweilig sei, immer die gleiche Strecke. Aber gerade je mehr man die Strecke kennt, umso perfekter man sie kennt, umso interessanter wird es. Weil ich dann auch mal genießen kann. Ist von unseren Erzgebirge war geschienes Blacken. Bin ich in der fremden Welt, zieht's mich um und um,
wünsche ich mir mein Bannel her, das mich bringt nach Thun. Alte gute Bimmelbar, Bimmel, Bimmel, Bim, fährst du nur Schimaniska, Benitschke Bäckerin. Kimmst du nurz an de Stroß, machst du ganz laut Dud, bist du pinklich dann am Ziel, ist dir jeder gut. Komm dir leid und schieb de bissel, komm dir leid und schieb de bissel, schieb de bissel, schieb. Liebes Badel, bring uns oft Heizung und zu essen. Wenn du mal später kommst, wollen wir dir's vergessen. Halt uns die Verbindung da zu der großen Welt, drum unser Lied erklingt, das laut zum Himmel schallt. Alte gute Bimmelba, Bimmel, Bimmel, Bim, 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 fährst du nur Schimaniska, dein Nitschgebäckerin. Kimmst du nurz an den Strauß, machst du ganz laut Dud, bist du pinklich dann ein Ziel, ist dir jeder gut. Komm dir leid und schieb dir bissel, komm dir leid und schieb dir bissel, komm dir leid und schieb dir bissel, schieb. No? Also ich bin froh, dass wir beide fahren, Güterzüge und Personenzüge. Und wenn eins von beiden wegfallen würde, wäre das in jedem Fall ein Verlust. Also ich kann nicht sagen, ich fahre dies oder jenes lieber. Sondern beides möchte ich haben in meinem Dienst. Auf drei Sachen drauf an, wann, wie viel, wohin. Und wenn das alles zusammen eine Harmonie bildet, dann ist der Heizer perfekt im Feuer. Dann muss er aber auch noch aufpassen, Rangiergeschäft, Strecke beobachten. Wesentlich langsamer gefahren werden, weil der Schwerpunkt sehr hoch liegt und im Bremsen, im Gefälle braucht er viel, viel mehr Feinfühligkeit. Also man muss fast mit Zuglänge im Voraus bremsen, bevor der Zug dann reagiert. Und da ist wirklich absolutes Fingerspitzengefühl unbedingt möglich. Nicht so sicher sein, aber ja. Das war er. Ja. Christopher Wendt, Wirbel. Also, ich bin mir fast sicher. Woher anerkennst du das? Das ist ein ganz, ganz charakteristischer Pfeifton, den er pfeift. Das ist laut leise im Wechsel.
Na, bitte. Beim Rangieren im Schmalspurbereich gehört übermäßig viel Fingerspitzengefühl dazu, weil die Zug- und Stoßvorrichtungen ja viel empfindlicher sind und der Rangierer in den Fahrzeugen steht, beim Anhängen der Kuppelbäume. Und am feinfühligsten sollte man in der Rollgruppe sein beim Abladen des Güterzuges, weil nachdem der Kuppelbaum entfernt worden ist, die Rollfahrzeuge zusammengeschoben werden müssen und da ist keinerlei Federung, sondern die Rollfahrzeuge stoßen hart aneinander. Und das Fingerspitzengefühl lässt sich akustisch abhören von dem Experten. Also wenn es in der Rollgrube recht kracht und poltert, ist kein Fingerspitzengefühl dabei. Und wenn es leise zugeht, dann ist viel Fingerspitzengefühl dabei. Die Technik hält natürlich allerhand aus. Es kann auch mal poltern. Dreckchen, Schmutzchen. Das ist eigentlich logisch gar nicht so zu erklären. Es kommt von meiner Kindheit her. Denn dort fuhr die Bahn direkt am Haus vorbei und hat mein Leben im Grunde geprägt. Ich nehme an, dass das bei mir das Ausschlaggebende gewesen ist, dass ich mit einer Dampflok aufgewachsen bin. Und zwar derselbe Typ, der hier fährt. Und ich habe da als Kind eigentlich eine richtige persönliche Beziehung dazu gehabt. Habe die Bauteile selbst benannt, nach Fantasienamen. Und habe eben auch das Gefühl gehabt, dass die Lok mit mir redet. Und das geht nicht nur mir so, sondern vielen Dampffreunden, dass man das Gefühl hat, es ist schon ein Lebewesen, aber ein wildes, was gezügelt werden will und trotzdem seinen eigenen Willen behält. Es ist also gerade beim Dampflokpersonal wird verlangt, dass sie feinfühlig sind, sensibel der Lokomotive gegenüber. Auch wenn es das gleiche Baulos ist, hat jede Lok ihren ganz speziellen Charakter. Und das ist immer die Schwierigkeit, wenn man eine andere bekommt, die ersten 10 Minuten sich mit der Lok bekannt machen. Und das ist die Feinfühligkeit, ob man nach der Viertelstunde mit der Lok per Du ist oder ob man passiv bleibt. Es kann passieren, dass der Charakter von Lok und Lokführer nicht zusammenpassen, wobei da niemandem einen Vorwurf zu machen ist. Es ist bloß das Problem dieser beiden Persönlichkeiten, würde ich mal sagen, Lokomotive und Lokführer. Ich habe schon das Gefühl, dass die Lokomotive und ich, dass wir uns gut verstehen. Ich habe sie irgendwie tatsächlich lieb, die Dampflok. Du hast richtige Lokführer gelernt, gell? Oder was? Ja, eigentlich von Anfang an war das mein Traum, seitdem ich denken konnte. Ich war mit 3 Jahren auch das erste Mal auf dem Führerstand, weil ich nicht essen wollte und meine Mutter hatte mich da erpresst, also wenn du jetzt auf isst, geh mal ab und auf die Lok. Und dann habe ich sie beim Wort genommen, sind wir auf dem Bahnhof und da durfte ich mal drauf gucken. Und